Herr Dr. Woltron, erstens einmal danke, dass Sie Zeit haben, uns in Ihren privaten Gefilden zu empfangen. Und ich möchte Sie gerne einmal über Sie und Ihre Person ein bisschen was fragen, wenn Sie mal einstiegsmäßig Ihre Lebensgeschichte ein bisschen erzählen können. Meine Lebensgeschichte, ne, die ist mittlerweile schon relativ lang. Aber ich kürze sie ab. Ich bin geboren 1945 in Wels, auf der Flucht vor den Russen. Habe dann die Volksschule in Ternitz gemacht, waren immer die Russen da. Dann habe ich das Bundesrealgymnasium in den Kirchen gemacht, 3 Kilometer von da aus, Latein, Grundausbildung. Habe dann mit einem Stipendium der Schöller-Bleckmann-Stahlwerke in Leoben studiert, Metallurgie und Verfahrenstechnik, und war dann zeitlang in der Forschung, war dann Betriebsassistent und Projektleiter in der Produktion in Ternitz, und in dieser Funktion sagt man ja heute, war ich zuständig für damals die ganze Nukleartechnik in ganz Europa. Da ist relativ viel gebaut worden. Dann war ich Projektleiter für eine Weltraumsimulationskammer in Moskau. Und bin dann aufgrund der Kontakte in der Nukleartechnik von Siemens nach Brasilien sozusagen abengagiert worden und habe 2,5 Jahre Know-how-Transfer gemacht im Zusammenhang mit dem brasilianischen Nuklearprogramm, mhm. Ein Wurzstrom-Atomreaktor gebaut. Das ist heutzutage ja nicht mehr so besonders en vogue. Und bin dann zurückgekommen und war dann eine Zeit lang Chef der Finalindustrie, der VEW, das waren so 4000 Leute, verstreut über ganz Österreich. Wie ist das dann weitergegangen? Dann war ich bei der Simmering Graz Bauker AG, Eisenbahnen, Kraftwerke, Umweltschutztechnik und so Spülereien, Generaldirektor. Dann war ich 6 Jahre, glaube ich, oder 5 Jahre Chef bei der ABB Österreich. Kraftwerks- und Elektrotechnik. Und dann seit dieser Zeit bin ich selbstständig, habe also eine Reihe von Firmenbeteiligungen gemacht, unter anderem bei Hill, aber auch viele andere, die man saniert hat, die man dann wieder verkauft hat. Und mittlerweile bin ich, würde ich mal sagen, Imker geworden. Das ist jetzt der Höhepunkt meiner Karriere. Ich bin also dabei, meine ganzen Beteiligungen zu verhökern und den ganzen Krempel anzubringen, bin ich schon fast fertig damit. Und jetzt ist es so richtig lustig geworden. Mir gefällt dieser Übergang eigentlich vom Technischen zum Organischen, dem Imker. Wie hat sich das rausentwickelt bei Ihnen? Naja, das ist natürlich auch ein bisschen Koketterie. Es ist so, dass die Natur hat mich immer schon sehr interessiert. Und ich bin ja im Laufe meiner industriellen Aktivitäten ziemlich stark ja auch in Konfrontation mit Umweltschutzorganisationen gekommen, habe ich immer ein großes Verständnis gehabt und musste mich dann natürlich mit diesen ganzen Interfaces beschäftigen. War dann also eine längere Zeit beim Club of Vienna, da haben wir alle möglichen gescheiten Schichten gemacht und die Welt gerettet, das hat überhaupt nichts geholfen. Es steht allerdings in den Arbeiten, die wir verfasst haben, genau drin, was man tun müsste. Ist ja alles nach wie vor gültig, aber es pfeift sich natürlich kein Schwein drum. Und die Imkerei ist für einen Menschen, der mit Organisation von großen Firmen oder mit großen Organisationen zu tun hat, eine ganz faszinierende Geschichte, weil die Bienen kennen das natürlich viel besser als die Menschen und machen das auch schon seit 20 Millionen Jahren sehr erfolgreich. Das ist lang. Ja. Das ist also ein guter USP, den ich habe. Und nachdem mein Onkel und verschiedene Familienmitglieder immer schon Imker waren, hat sich das bei mir von der Jugend her entwickelt, und jetzt bin ich also, naja, im Sommer habe ich so 50, 10, 500,
rund 600.000, 700.000 Mitarbeiter. Ne? Die hakeln wie die Iren. Heuer habe ich 256 Kilo Honig gehabt, bin schon total break-even, habe mein gesamtes Investment herein verdient. Und dann Reingewinn, würde ich sagen, an die 200 Euro oder sowas habe ich schon. Das ist also nicht schlecht. Ne? ROI so positiv. Naja, wenn ich so sagen darf, technisches Fachwissen ist ja eher, wenn man jetzt als Psychologe oder Lehrbild hat, hast du den, der die Kastel zeichnet oder zieht. Ja? Und die Imkerei oder die Bienen sind ja vor mir jetzt des Makrokosmos der Schwarmintelligenz. Die organisieren sich ja und das läuft anhand eines vielleicht, jetzt sage ich es leider, genetischen Codes, dass das Ganze funktioniert. Sie sind ja Generaldirektor von großen Unternehmen gewesen und sind mir jetzt gerade gut gesagt, Sie haben da ja auch Konzepte entwickelt, wie man es jetzt besser macht, aber das auf den Boden zu bringen, ist ja immer schwierig. Ja, ja, genau. Naja, es ist natürlich, banal gesprochen, der Mensch ist ja Gott sei Dank keine Biene. Der Mensch ist ja in höchstem Maße auch von egoistischen Motiven getriebenes Wesen. Die Bienen nicht so, die Bienen sind also in höchstem Maße altruistisch. Da gibt es also eine Routine, dass eine einzelne Biene verhungert nicht. Zum Beispiel, nicht? Wenn die also zu wenig zum Fressen haben, dann wird so viel ausgetauscht, bis alle miteinander nichts mehr haben, dass das alle auf einmal hin. Bei den Menschen ist das ja ganz anders. Das heißt, die Führung von Menschen, oder sagen wir, die Koordination von Menschen, ist letztendlich auch die Ausbalancierung von Egoismen. Es ist natürlich sicher so, dass die sozialen Triebe und Instinkte der Menschen, und zwar je stärker sie unter Druck kommen, umso mehr den Zusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung einprogrammiert haben. Und das Ganze kämpft ununterbrochen mit den Motiven der Selbsterhaltung. Und das Ganze auszubalancieren und auf eine gemeinsame Zielsetzung hin zu steuern und dafür zu sorgen, dass auch die Egoismen befriedigt werden in einer großen Firma, ist natürlich unglaublich schwierig und gleichermaßen auch faszinierend. Ne? Und das kann auch einer allein nicht machen, sondern das ist abhängig von der Temperatur in der Gesellschaft, vom Sozialkapital, das da ist. Und wenn Sie in einem Land zum Beispiel oder in einer Region sind, wo das Sozialkapital ruiniert worden ist durch Kriege oder Aufstände oder irgendwelche Streitereien zwischen 17 verschiedenen Parteien, dann können Sie sich auf Deutsch gesagt in den Hintern mit der Germ waschen, wie man das bei uns da sagt. Da werden Sie auch mit einer Firma nichts zusammenbringen. Nicht? Weil ununterbrochen diese ganze Zerrissenheit auch hereinwirkt in die Firma. Und das ist ja einer der Gründe, warum zum Beispiel die Japaner trotz fürchterlicher Scherereien, ne, die Japaner haben es ja wirklich nicht leicht, die sind dort am Ende der Welt, auf einer winzigen Insel, keine Rohstoffe, nichts, dann explodieren ihnen die Atomreaktoren, alles was Gott verboten hat, und die halten zusammen wie Pech und Schwefel und bringen immer wieder ihr Land weiter. Es ist wirklich faszinierend. Und wenn Sie dann andere Länder anschauen, wie zum Beispiel Mittleren Osten oder Nordafrika, dort mega dicke Firma und das kannst du vergessen. Die erstens lügen sie alle wie Druck. Ich meine, ich habe dort Kraftwerke gebaut, sie können sich auf dort nichts verlassen. Ja. Dann gibt es immer irgendwelche Verlachen, die sehr furchtbar, dann kannst du überhaupt nichts machen. Und bei uns in Zentraleuropa ist, in Österreich ist Sozialkapital immer noch sehr hoch entwickelt, muss man sagen. Aber es erodiert trotzdem. Also diese ganzen Streitereien zwischen den Parteien, die Hackselbeißereien, also das nimmt langsam immer mehr zu. Das wirkt auch in die Firmen hinein. Das ist immer schwieriger, glaube ich, eine große Firma zu führen, und dann kommt der ganze Druck, der Druck wird immer ärger, was reines Geldscheffeln betrifft. Also ich bin eigentlich froh, dass ich mit dem ganzen Krempel nichts mehr zu tun habe. Wir seid ja jung und ihr haltet sich schon gut aus.
Und in Kärnten ist das Sozialkapital ja nicht schlecht. Ne? Naja, wir haben einen Wörthersee und die schöne Landschaft, aber ja. Leider durch die Hypo weniger Geld oder kaum mehr eins. Aber mir hat das Modell der Bienen das gefallen. Das Geld allein ist es ja nicht. Ne? Also ich war lange in Brasilien und das sind bitterarme Leute gewesen. Aber ich habe selten so viel gelacht und es war selten so lustig wie da drüben. Wie ich wieder umgekommen bin, habe ich gedacht, ich bin in einer Leichenhalle da. Ne? Jetzt bin ich selber wieder gekommen, das ist ja schon lange her. Aber ich wollte gleich wieder einen Fluchtreflex gehabt und gesagt, nein, das wollte ich nicht aus bei der ganzen Miesmacherei da und das Schwarzseherei. Dabei stehen sie alles bis daher in Autos und alles. Schöne Häuser, alles da. Das ist alles furchtbar schlecht. Ne? Die Bienen. Naja, das Thema Sozialkapital, es ist ein Mitglied im Club of Vienna gewesen. Ja. Und da ist auch ein Diplom-Ingenieur Ernst Gehmacher Mitglied. Der Ernstl, wie geht's ihm denn? Lebt er hin? Ja, selbstverständlich. Ich habe schon lange nichts mehr von ihm gehört. Wir haben vor kurzem mit ihm auch so ein Interview gemacht. Ist er gesund, ich muss nicht einmal. Der ist gut benannt. Der ist gut benannt, weil er das so wie sich definiert hat. Muss er schon 90 sein? An die 90, glaube ich. An die 90. Ich bin mir nicht ganz genau kein Treffere. Aber er lebt das, was Sie als Sozialkapital definiert haben. Er baut sich seine Netzwerke auf, unterstützt andere, wird sich selber nicht großartig bereichern, aber das wird jetzt eben praktisch vielleicht als fast Abschlussfrage an den Profi stellen. In Österreich sind wir noch relativ reich. Wow. Wir sind unheimlich reich. Aber alle stänkern herum. Aber der Staat ist pleite. Nicht? Also wenn ich so viel Schulden hätte, wie der könnte ich überhaupt nicht mehr schlafen. Das ist ja furchtbar. 80% vom Jahreseinkommen Schulden, das ist ja Katastrophe. Nicht? Ja, was Ihre Erfahrung? Sie sind Kriegs-Nachkriegsgeneration. Wie hat sich jetzt auch so eine Qualität, wenn wir auf die Politik hinkommen, des Personals entwickeln können? Weil Sie an einem Personalentwickler oder Personalberatungsunternehmen beteiligt sind oder waren. Wie geht das? Wie kann sich sowas entwickeln? Dass eine Form, ich erlaube mir jetzt die Analyse als Psychologe, der Negativselektion über alle Formen entwickelt hat. Naja, also ich glaube, dass die Jungen, wenn ich so beobachte, meine Enkel, die sind jetzt so zwischen 16 und 20. Ne? Mit der Produktion habe ich relativ früh begonnen. Also nicht der Enkel, sondern meiner Kinder, und die waren auch fleißig. Die Jungen sind nicht schlechter als die Jungen von vor 30, 40 Jahren. Die sind ambitioniert und sie sind natürlich total verwöhnt im Vergleich zu dem, was wir damals gehabt haben. Aber da können sie ja nichts dafür, weil sie setzen sich auf einem sehr hohen Wohlstandsniveau auf. Und nachdem, aber das ist ja auch eine Banalität, nachdem der materielle Wohlstand irgendwann einmal an natürliche Grenzen kommt, nicht? Und wir haben die ziemlich erreicht, insbesondere wenn er halbwegs gleichmäßig verteilt ist, ist natürlich die materielle Entwicklung der Jungen in der Perspektive viel schlechter als bei uns war. Nachdem der Mensch ja sein Wohlbefinden auch danach ausrichtet, was noch dazukommen kann und nicht nach dem, was gerade ist, haben sie da natürlich einen gewissen Startnachteil. Das Zweite ist, dass die Arbeitsplatzsituation wesentlich ungünstiger ist, als sie damals war. Nicht viel, aber doch, weil ja auch die Erwartungshaltung, dass man gleich relativ gut verdient, ganz anders ist als früher. Und ich kann mich erinnern, ich habe einen Dreck verdient, ich glaube so 1200 Schilling habe ich verdient. Das war, da habe ich gedacht, naja, mehr ist halt nicht, ich mag das halt. Und es ist das, was auf die Jungen von allen Seiten einstürmt, an widerstrebenden Informationen, was gut ist, was schlecht ist, wo die Ideale sind, wo sie nicht sind, das ist viel zerrissener, als das früher war. Wir sind damals programmiert gewesen, eigentlich fleißig arbeiten, lernen und nichts anstellen und nichts rauchen, nicht zu viel saufen und nicht herumhuren und so weiter. Das meiste haben wir eh nicht eingehalten, aber es war eben klar, was zu tun ist und nicht. Was jetzt ist das ganze Wertesystem
von allen Seiten aufgebohrt. Ne? Und ich kann mir vorstellen, dass es viel schwieriger ist, einen Weg zu finden als junger Mensch, wo man das Gefühl hat, das ist der Richtige. Ne? Wo der eine sagt so, der andere sagt so. Der Großvater sagt, ah, tut's das nicht, die Oma sagt wieder das nicht. In der Zeitung steht ganz was anderes. Wenn sie in ihre Kisten reinschauen, sehen sie alles Mögliche. Es ist, glaube ich, viel schwieriger in einer halbwegs, würde ich mal sagen, mit sich selbst im Reinen sich zu bewegen als junger Mensch. Abschlussfrage, wenn ich Sie jetzt hernehmen darf als Prototyp, was geben Sie so einem jüngeren Menschen, der jetzt heute 16, sagen wir 20, ja, oder was als Empfehlung aus Ihrer Lebenserfahrung, weil Sie waren Manager, Sie haben viele Dinge auf den Boden gebracht, natürlich sind heute andere Zeiten, aber was würden Sie sagen, was würden Sie was jüngeren Menschen... Was ist unverändert ist? Naja, das Problem habe ich ja mit meinen Enkelsöhnen dauernd, ne? Und natürlich auch, so, was soll man machen, sage ich. Erstens einmal soll man ich habe immer Schwierigkeit, diese Frage zu beantworten. Weil man soll ja nicht so viele Tipps geben an Leute, die bei denen die eine der Hauptaufgaben im Leben darin besteht, einen eigenen Weg zu finden. Ne? Und wenn man dann hingeht und sagt, mach so oder so oder so, dann schneidet man ihnen unter Umständen diesen Weg ab. Das ist gar nicht richtig. Aber vom Grund her sollte man sagen, es sollte jeder oder jede ernsthaft darüber nachdenken, was sie wirklich gut kann oder er gut kann oder gut zu können glaubt und ob das auch so bleiben wird in Zukunft. Und unabhängig davon, ob man damit viel Geld verdienen kann oder nicht, sollte er versuchen oder sie versuchen, einen Beruf zu finden, wo man diese Fähigkeiten wirklich optimal nutzen kann. Das ist einmal das Erste. Das Zweite ist, dass man zwar vielen Meinungen zuhören sollte, aber keiner allzu schnell folgen, denn es wird unheimlich viel gelogen und manipuliert und zwar in einer immer perfekteren Form. Und man sollte 100-mal schlafen über Informationen, bevor man sie zu einem Urteil verfestigt. Jedes Urteil ist ein Vorurteil, erzeugt dann wieder ein neues. Ne? Und da soll man also extrem aufpassen. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, es ist unheimlich schwer, als ehrlicher Mensch durchs Leben zu kommen und die Verlockungen, schnell irgendeinen unfairen Abschneider zu finden, wenn es gerade sehr schwierig ist, sind sehr groß. Aber nach meiner Erfahrung, zu 95% rächt sich eine unmoralische Vorgangsweise. Irgendwann. Entweder dadurch, dass man nicht schlafen kann, wenn man daran denkt, dass man irgendwann dabei erwischt wird. Da gibt es also Leute, die kenne ich, die schlafen sehr schlecht. Brauchen die nur was sagen, sind schon hin. Ja. Tue ich aber nicht. Oder dass man ganz einfach erwischt wird. 5% allerdings, die wirklich großen Profis, die erwischt man eh und die lachen natürlich. Aber ich kenne auch von denen etliche und möchte mit keinem von denen tauschen. Also das Erste, schauen, was man gut kann. Das Zweite, nicht alles glauben und sehr genau überprüfen, bevor man sich eine Meinung als Lebensprinzip, als eins von 10 Geboten, macht. Und das Dritte, da gibt es viele andere wichtige Sachen natürlich, die fragen mich auch so schnell, ne? Das Dritte ist, alles vermeiden, was dazu führt, dass man wegen schlechten Gewissens nicht schlafen kann. Na, Herr Dr. Olderon, diese Analyse der 3 Punkte, zuerst was zu machen, was man gut kann und das auszuentwickeln, gefällt mir sehr gut. Ja,
Weil die meisten Leute machen den Fehler, oder viele rennen dem Geld nach und schauen, was ist gerade modern. Natürlich kann ich jetzt nicht Briefmarken sammeln, zu meinem Lebensmittelpunkt machen. Aber man sollte schon wirklich schauen, was kann ich gut und was macht man dann. Ich werde 10 Stunden pro Tag damit verbringen, mein halbes Leben lang mich mit dieser Sache dann zu beschäftigen. Und wenn es was ist, was mir überhaupt keinen Spaß macht, dann werde ich unglücklich sein. Ich werde vielleicht viel Geld haben und werde einen Magengeschwür nach dem anderen haben. Das ist ja ein völliger Schwachsinn. Stimmt eigentlich, dann geht dann die Power im wahrsten Sinne, um wieder auf die Nukleartechnik zurückzukommen, geht dann die Kraft aus. Dann gefallen hat mir Punkt 2 auch gut, die Information, die heute auf einen einprasselt, zu reflektieren und lang wieder mal durchzukommen, weil man neigt dazu, sie ist eine Top-Manager gewesen, schnell eine Entscheidung zu treffen. Ja, das tut man nicht gerne, aber man muss. Es geht nicht anders, weil wenn du länger wartest, kommt das nächste schon und dann hast du auf einmal so einen Berg von Entscheidungen vor dir liegen, da kannst du überhaupt nichts mehr machen. Das geht alles zack, 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 zack. Das ist furchtbar. Und das auseinander zu dividieren, was wichtig ist und was dringend ist, und über das Dringende kann man nachdenken. Mhm. Aber das Wichtige, über das Wichtige kann man, das Dringende müssen wir gleich machen. Und das auseinanderzuhalten ist auch wieder schwer.